Hallo. Du kannst an einem neuen Lehrgang teilnehmen. Alles klar. Wir werden uns heute noch mal etwas genauer mit unseren Fahrzeugen beschäftigen. Anschließend wirst du dann auch eine Einweisungsfahrt auf einem unserer Fahrzeuge durchführen. Rainer wird dich dabei begleiten. Beginnen wir jedoch zunächst mit dem theoretischen Teil der wohl spannendsten Aufgabe als Fahrzeugführer. Der Einsatzfahrt. Da im Ernstfall jede Sekunde zählt, ist es wichtig, den Einsatzort so schnell wie möglich zu erreichen. Dabei dürfen aber weder du und deine Kameraden noch das Einsatzfahrzeug oder gar andere Verkehrsteilnehmer zu Schaden kommen. Trotz unserer Aufgabe und der Größe unserer Einsatzfahrzeuge müssen auch wir uns an die Straßenverkehrsordnung halten. Lediglich im Ernstfall, wenn es dringend notwendig ist, dürfen wir von Sonderrechten Gebrauch machen. Diese erlauben es uns unter anderem, die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu überschreiten, sowie Vorfahrtsregeln und Ampeln zu missachten. Außerdem gelten zum Beispiel Überhol- und Durchfahrverbote für uns nicht. Wenn wir von diesen Sonderrechten Gebrauch machen, müssen Blaulicht und Einsatzhorn zwingend verwendet werden, um andere Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam zu machen und zu warnen. Rechtlich sind andere Verkehrsteilnehmer zwar verpflichtet, uns bei einer Alarmfahrt Platz zu machen und auszuweichen, darauf verlassen kann man sich jedoch nie. Gerade bei hohem Verkehrsaufkommen kommt es leider immer wieder vor, dass die Fahrbahn blockiert wird und keine Rettungsgasse gegeben ist. Achte als Fahrzeugführer daher immer auf deine Umgebung und folge trotz des Zeitdrucks immer dem Grundsatz Sicherheit vor Schnelligkeit. Sollte es dennoch zu einem Unfall mit einem Einsatzfahrzeug kommen, musst du unverzüglich anhalten, Hilfe leisten und die Polizei alarmieren. Es obliegt dann deinem Gruppenführer zu entscheiden, wie weiterverfahren wird. Machen wir mit den Aufgaben am Einsatzort weiter. Beim Eintreffen erfolgt die sogenannte Ordnung des Raumes durch den Gruppenführer. Dieser entscheidet anhand der Begebenheiten vor Ort, wo welches Fahrzeug abgestellt wird. Anschließend ist es die Aufgabe des Maschinisten, das abgestellte Fahrzeug im Straßenverkehr zu sichern. Dies erfolgt über die Lichtanlage und bedeutet im Klartext Blaulicht, Fahrlicht und Warnblinkanlage an. Während des Einsatzes kümmert sich der Maschinist um alles, was sein Fahrzeug direkt betrifft. Dies beinhaltet vor allem die Bedienung der eingebauten Aggregate, wie der Pumpe, aber auch bei der Entnahme von Geräten und beim Aufbau der Löschwasserversorgung packt der Maschinist mit an. Die Pumpe wird dir Rainer später im praktischen Teil im Detail zeigen. Zuvor müssen wir noch ein paar Fakten zu unseren Fahrzeugen durchgehen. Fangen wir mit dem HLF an. Unser HLF-20 verfügt über einen 600 Liter Wassertank und bietet genug Sitzplätze für eine ganze Gruppe. Bei voller Beladung wiegt es in etwa 16 Tonnen. Die Ausrüstung ist für Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung gleichermaßen ausgelegt. Daher rückt es bei all unseren Einsätzen aus. Besonders zu erwähnen sind die verladenen schweren hydraulischen Geräte, sowie ein Schnellangriff und eine Schlauchhaspel mit Standrohr und Hydrantenschlüssel. Ein weiteres Fahrzeug unseres Fuhrparks ist das TLF 3000. Es hat eine Truppbesatzung und wiegt beladen in etwa 14 Tonnen. Der eingebaute Löschwassertank hat, wie der Name schon verrät, ein Fassungsvermögen von 3000 Litern. Zudem hat es viele technische Geräte und einen zusätzlichen Schnellangriff dabei. Da die Einsatzmöglichkeiten durch die kleine Besatzung beschränkt sind, rückt es meist als Unterstützung des HLF aus. So, ich denke, es wird Zeit, dass du auf dem Fahrersitz landest. Zieh dir deine Ausrüstung an und dann wird Rainer dich auf dem TLF einweisen.
So, so, dein normales Auto reicht dir nicht mehr. Jetzt willst du auch mal die großen Fahrzeuge fahren, hä? Na gut, dann setz dich schon mal auf den Fahrersitz. Das Grundprinzip bleibt das gleiche. Motor starten, Gas geben und Hindernissen auf dem Weg ausweichen. Aber ein Feuerwehrauto hat natürlich auch einige Sonderfunktionen. Die gehen wir jetzt gemeinsam durch. Starte mal den Motor. Über der Windschutzscheibe findest du die Knöpfe der Signalsteuerung. Mit denen kannst du verschiedene Beleuchtungs- und Warnsignale ein- und ausschalten. Unter anderem findest du hier einen Knopf für die Scheinwerfer und die Umgebungsbeleuchtung, um am Einsatzort für genug Licht zum Arbeiten zu sorgen. Und natürlich auch das, was auf keinem Feuerwehrauto fehlen darf. Knöpfe für das Blaulicht und das Martinshorn. Schalte doch mal das Blaulicht ein. Denk dran, dass der Motor dafür laufen muss. Perfekt. Dann wollen wir doch mal sehen, was du drauf hast. Heinz hatte Zweifel, dass du das Zeug für so große Fahrzeuge hast. Daher hat er mit einigen Leitkegeln einen kleinen Parcours hier auf dem Hof aufgebaut, durch den du fahren sollst, um zur Straße zu kommen. Versuch mal, bis zur Ausfahrt zu kommen, ohne ein Hütchen zu streifen. Das Blaulicht kannst du wieder ausschalten. Ich habe mit Heinz gewettet, dass du beim Rausfahren nicht ein Hütchen triffst. Enttäusch mich nicht. Heinz wird bestimmt diskutieren, wer gewonnen hat. Mal sehen, wie das ausgeht. Aber fürs erste Mal war das super. Damit können wir uns in den Straßenverkehr wagen. Ich habe im Navi einen Zielort eingegeben. Fahr uns mal dahin.
Das Navi benutzen wir auch bei Einsatzfahrten. Es berechnet immer den kürzesten Weg zum Einsatzort. Da jede Minute im Einsatz zählt, dürfen wir uns auf keinen Fall verfahren und gehen daher auf Nummer sicher. Solltest du mal eine Abbiegung verpassen, keine Panik, das Navi berechnet dann die Route neu. Während wir unterwegs sind, kannst du dir ein paar Dinge zu Einsatzfahrten merken. Sicherheit hat oberste Priorität. Wir können zwar Sonderrechte auf dem Weg zum Einsatz in Anspruch nehmen, aber gleichzeitig unterliegen wir einer gesteigerten Sorgfaltspflicht. Wir gefährden niemals andere Verkehrsteilnehmer oder schädigen diese. Es ist keinem geholfen, wenn wir auf dem Weg zu einem Unfall einen neuen Unfall bauen. Gerade an unübersichtlichen Kreuzungen gilt daher auch mit Sonderrechten, langsam und vorausschauend fahren.
Das war doch nicht schlecht für deine erste Fahrt. Wenn du ein Fahrzeug am Einsatzort abstellst, ist es deine Verantwortung als Maschinist, es durch die Lichtanlage gegen den Verkehr abzusichern. Drück hierzu einmal auf den Einsatzstellen-Modus-Knopf. Als Maschinist bedienst du im Einsatz vor allem die Pumpe. Um dir zu zeigen, wie die funktioniert, bauen wir zuerst eine Wasserversorgung auf. Bei dieser Gelegenheit können wir auch gleich den Tank wieder auffüllen. Los geht's! Unsere Pumpe ist eine Löschkreiselpumpe. Im Inneren befindet sich ein Rad, welches schnell rotiert und das Wasser mit Hilfe von Schaufeln in den Leitapparat schleudert. Die Rotationsgeschwindigkeit des Rads bestimmt so den Druck, mit dem das Wasser durch die Pumpe zu den Stahlrohren gefördert wird. Im Einsatz muss der Wasserdruck immer so hoch sein, dass genug Löschwasser am anderen Ende der Schlauchleitung ankommt. Sonst können deine Kameraden den Brand nicht löschen. Die Steuerung geht ganz einfach per Knopfdruck. Für dich sind erstmal drei Knöpfe an der Pumpe wichtig. Pumpe ein- bzw. ausschalten, Drehzahl erhöhen und Drehzahl absenken. Den aktuellen Druck kannst du über die Anzeige direkt daneben im Auge behalten. Daneben befindet sich außerdem die Anzeige für den Füllstand des Tanks. So, dann trau dich mal ran. Schalt die Pumpe ein und mach dich damit vertraut. Ziel ist es, den Tank wieder aufzufüllen. Denk dran, der Motor muss laufen, damit die Pumpe funktioniert.
So, das muss erstmal genügen. Lass uns zusammenpacken und dann geht's zurück zur Wache. Dann wollen wir mal. Das Navi hat die Adresse der Feuerwache eingespeichert. Damit solltest du uns ohne Probleme wieder nach Hause fahren können.
kommen wir zur letzten großen Hürde. Rückwärts einparken. Aber das schaffst du schon. Damit sind wir durch. Du hast gut durchgehalten. Meld dich zum Abschluss wie immer im Schulungsraum. Du kannst dich schon mal umziehen und nach oben gehen. Bis zum nächsten Mal. Wie ich sehe, hat dich Heinz auch durch die Hütchen fahren lassen. Er schließt immer Wetten darüber ab. Dabei hat er es selbst noch nie ohne Fehler geschafft. Aber du hast dich gut geschlagen. Ich denke, wir können uns auf dich als Maschinist verlassen. Du wirst ab jetzt in der Lage sein, selbst mit dem Fahrzeug zum Einsatz zu fahren. Bitte beachte die Regeln zu den Sonderrechten und bleib auch dann immer wachsam. Es freut mich zu sehen, wie du dich reinhängst. Weiter so. Bis zum nächsten Lehrgang.